Und wenn man denkt, das war's erstmal, sorgt Michael für Material. Ja, ich dachte eigentlich nicht, dass wir so schnell in die Sammlung reinbekommen, aber wir haben wieder eine. Und was sich darin befindet, das erfahren wir nach dem Intro. Jo, wir haben Abfall. Okay, wir haben hier Papier. Boah. Eine Menge Papier. So, das ist die Sammlung. Ja, zunächst einmal haben wir, also wir haben Tinboxen, wir haben die Legendary Collection Boxen. Das gefällt mir sehr gut. Also erstmal zur Sammlung selber. Wir haben, was haben wir bezahlt? Noch nichts. Also ihr werdet im Titel sehen, was wir bezahlt haben, beziehungsweise ich bezahlt habe. Aber jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der Preis noch nicht gemacht, sozusagen. Schauen wir erstmal grob an, was wir hier drin haben. Das legen wir mal hier zur Seite. Ich schätze mal, das hier in den Tinboxen, das werden alles Comments sein. Ja. So, dann haben wir, das hier sind alles Holos. Okay, steht drauf, Holos. Dann haben wir nochmal Holos. Und dann haben wir hier diese Boxen. Mal reinschauen. Sind das, das müssten auch alles, das sieht auch nach Kamen aus. So, dann habe ich das jetzt mal zur Seite geräumt. Wir fangen natürlich mit den Kamens an. Klar, das Beste kommt zum Schluss. Die, die am längsten am Rohr bleiben hier bei der Premiere, die sollen am Ende natürlich auch ein bisschen belohnt werden. Dann machen wir das jetzt am besten. So. Jetzt schauen wir uns die sukzessive an. Wir werden jetzt natürlich nicht hier jede einzelne Karte beweihen, aber werden einfach mal durchgucken. Vielleicht habe ich auch zu einzelnen Karten was zu sagen. Es ist ein bisschen was Älteres hier. Gerfried der Schwertmeister, bewaffneter Samurai Ben Kai. Das sind jetzt Reprints etwas älterer Sachen. Relativ gut sortiert. Michael, typisch. Also ich habe hier schon mal ein bisschen durchgeguckt durch die Comments, muss ich ehrlich sagen. Bei dem Cut jetzt. Um einfach sicher zu gehen, weil ich mir jetzt ursprünglich nicht sicher war, zeige ich auch die Comments oder nur die Holos. Und ursprünglich habe ich gesagt, ich will halt nur die Holos zeigen. Habe dementsprechend die Comments durchgeguckt, ob da noch irgendwas zwischen ist. Habe ich jetzt nichts gesehen, aber von den Holos weiß ich nichts. Da habe ich nichts durchgeschaut. Ich habe nur mal kurz aufgemacht, weil ich gesehen habe, dass da vorne welche sind, die ein bisschen kräftiger eingehüllt sind, sage ich mal. Ich denke mal, das werden dann die Highlights sein. Die werden wir auch ganz am Ende dann machen. Und ja, mir Schussel ist natürlich vorher wieder alles runtergefallen, als ich hier gerade mein Set umgebaut habe, weil ich habe zwei verschiedene Sets, einmal eben für diese ganze Vorgeschichte, was vor dem Intro kommt und wenn man dann den Karton aufschneidet, erstmal reinschaut, was drin ist und ja, das Set, wo ich dann wirklich hier ein bisschen näher rangehe, das ist dann halt wieder ein anderes und oh, das ist eine schöne Karte, die Atmosphäre, sehr schöne Karte. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es so eine ähnliche Karte auch als Jump-Karte, allerdings nicht genau dieselbe. Oh, ein Wolf, Axwiedler aus dem Original Set in First. Ja, auf jeden Fall mega cool, dass hier auch halt ein paar modernere Sachen drin sind. Natürlich ist es hier vielleicht gerade ein bisschen schlecht, den Satz zu bringen, weil wir haben ja lauter Oldschool-Zeug. Aber es sind hier tatsächlich ziemlich viele neuere Sachen noch drin, wie man eben hier sieht. Und ja. Also ich bin auch mittlerweile einfach davon weggekommen, dieses ganze New School Zeug so stark zu haten. Einfach weil man doch ganz nüchtern betrachtet sagen muss, dass eben das ganze neue Zeug wesentlich aufwendiger designt worden ist und auch einfach einen anderen Charme hat. Ja. Es ist, man vergleicht hier Äpfel mit Birnen, wenn man das Oldschool Zeug mit dem neuen vergleicht. Es gibt auch heutzutage noch Karten, die sehr Oldschool wirken von ihrer ganzen Machart, zum Beispiel den Skulldread, ja, Oldschool geht einfach nicht, aber ja, in der heutigen Zeit ist halt alles mehr so auf Mechanik, Maschinen,
glattgeschlecktes Zeug und Plasma und modern und Science-Fiction-mäßig aufgebaut bei den Karten. Früher war das wirklich noch mystisch und alt, was mir auch sehr gut gefallen hat. Es gibt natürlich, wie bereits gesagt, auch heute noch Karten, bei denen das eben der Fall ist. Aber es sind eben tatsächlich die wenigsten, beziehungsweise verhältnismäßig wenig, werden aber tatsächlich wieder immer mehr. Ich habe das Gefühl, Konami besinnt sich allmählich wieder so ein bisschen zurück zu den Anfängen, was man halt auch daran merkt, dass die immer mehr Oldschool-Produkte wieder rausbringen. Allerdings hat Konami meiner Meinung nach noch nicht ganz gerafft, dass sie nicht einfach das ganze alte Zeug reprinten sollen, sondern dass sie einfach mal neues Zeug mit dem alten Flair raushauen sollen, was ja jetzt auch ein bisschen probiert wird mit den Karten, die jetzt in den Tinboxen rauskommen. Ihr kennt sie ja schon, ich habe sie ja schon im Japanischen hier. Und ja, das ist halt einfach mega nice auf jeden Fall. Und ja, wenn Konami da wieder so ein bisschen auf den Trichter kommt, dann wird Yu-Gi-Oh! Wahrscheinlich noch erfolgreicher, als es bisher schon ist. Und Schwarzflügel Gofu, der Waage Schatten, war auch mal eine relativ wertvolle Kamen. Ich glaube, die ging auch mal so 50, 60 Cent. Da hatte ich wirklich Berge von. Galaxieschlange, auch eine schöne Karte, war im Original eine Super Rare. Und ja, das ist zum Beispiel auch was, wo ich sagen muss, das könnte möglicherweise irgendwann einen Kultstatus erreichen, diese ganzen Tron-Karten, Bittron und wie sie alle heißen. Sehr coole Vanillas, wenn man die vielleicht noch in einem selteneren Pack, oh, Maschinenduplizierung, wenn man die vielleicht noch in einem etwas selteneren Pack, in einem O-Test-Tournament-Pack, whatever, als Super-Rare rausbringt, ja, dann könnte sein, dass so in einigen Jahren möglicherweise diese Karten noch einen gewissen Wert haben. Ja, aber was haltet ihr denn eigentlich davon? Wie findet ihr das Ganze mit den New School Zeug und so weiter? Also ich muss sagen, mit Pendelkarten habe ich mich anfangs sehr, sehr schwer getan, mich mit denen anzufreunden. Vor allen Dingen halt auch wirklich mit Künstlerkumpeln und Kuscheltieren. Mit Kuscheltieren habe ich bis auf diese Schreckenspelz-Dinger tatsächlich noch sehr, sehr große Probleme. So Sachen wie Kuscheltier-Löwe und so sind bis heute für mich keine richtigen Yu-Gi-Oh! Karten. Es war für mich aber damals auch bei den ganzen Künstlerkumpeln so, und ich muss sagen, mit denen kann ich mich mittlerweile einfach extrem gut anfreunden. Die meisten Künstlerkumpel sind sehr fantasievoll und cool designt, muss ich sagen. Der Gatling Ghoul gefällt mir natürlich am besten in Ultra Rare. Oh Gott, wo kam der her? Aus Raging Tempest, glaube ich. Wobei man sagen muss, dass Raging Tempest sowieso eins der besten Sets überhaupt war damals. Ich glaube, das war das letzte oder das vorletzte Set der Arc 5-Ära. Und ja, war einfach eine mega coole Sache damals. Ich muss sagen, dieses Set ist ja auch im Preis relativ hoch. Das kostete ja ursprünglich, hier haben wir übrigens eine Karte, die relativ oldschool wirkt, aber neu ist, oder ja doch recht neu, Invasion Vengeance. Der Preis liegt ja aktuell oder lag damals, sag mal so, bei den typischen 56 Euro, auch wie viel auch das immer damals war. Jetzt liegt das ungefähr bei 80. Ich schätze mal, der wird sich irgendwann so auf 100 einpendeln. Teurer wird das Set vielleicht, also zumindest in naher Zukunft nicht werden. Inwiefern das dann in 20 Jahren aussieht, ob wir dann damit auch wieder ein 3000 Euro Set haben oder so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die Karten aus dem Set im Allgemeinen noch relativ beliebt bei Sammlern sowie bei Spielern. Und ich habe es auch noch nie gesehen, dass ein so modernes Set auch bei Sammlern extrem beliebt ist. Ich kenne einige Sammler, die OVP-Zeug sammeln, normalerweise nur Oldschool-Zeug, und auch die haben Raging Tempest bei sich zu Hause rumliegen. Oder auch in ihren Ordnern Karten aus Raging Tempest. Weil man muss halt auch einfach sagen, dass speziell die Ultra-Rares aus dem Set einfach extrem schön waren damals. Ich habe, also was die Neuzeit angeht, kaum ein Set gesehen, das so schöne Ultra-Rares inne hatte wie dieses Set. Also ich muss sagen, da war ich halt tatsächlich begeistert, und ich habe auch eigentlich schon alle Holos aus dem Set in entsprechender Anzahl. Aber das Set will ich trotzdem irgendwann mal öffnen. Vielleicht ein oder zwei Displays. So, nächste Box. Ja, schauen wir mal. Ist natürlich auch wieder Cummins en masse. Fossile Ausgrabung, also das hier sind jetzt Landformen. Landform war früher mal eine wertvolle Kammel, bis sie dann wirklich in jedem scheiß Deck drin war. Was haben wir denn hier? Ah, eine Jura-Spielmarke, die ist cool. Spielmarken liebe ich ja, sind im Verhältnis, auch wenn sie teilweise in dem Starter-Deck oder Structure-Deck drin sind, doch relativ selten. Sieht man halt nicht so oft wie eben gewöhnliche Kammel, so ein bisschen Crystron-Zeug. Da fällt mir ein Needle Fiber, fehlt ja auch noch, ne? Der müsste jetzt ja auch mal irgendwann rauskommen. Wahrscheinlich erst, wenn wir im Kreis beschwören können. Ja. Genau, immer wieder ein bisschen mehr Oldschool-Kram. Das sieht man auch hier. Der ist ein bisschen bespielter, sage ich jetzt mal. Aber dafür auch mal eine schöne Abwechslung fürs Auge. Oh, Chaos-Hexer. Chaos-Hexer ist tatsächlich eine sehr gute Kammer aus dem Starter-Deck 6 oder Structure-Deck 6, je nachdem.
Eieiei, alles durcheinander hier. Oh, das ist Kuriborn. Kuriborn ist eine meiner Lieblings-Kuribus tatsächlich. Und ich fände es halt richtig geil, wenn es den irgendwie in Ultimate oder Ghost Rare gegeben hätte. Nicht, weil er besonders krass ist, sondern einfach, weil ich das Design dieser Karte unglaublich liebe. Also Kuriborn ist wunderschön. Oder als alte Tournament-Pack, Super Rare oder so, das wäre einfach geil gewesen. Das wäre einfach geil gewesen. Auch die war in Kamen sehr beliebt eine Weile, als es ihn nur in Kamen gab. Ja, also es sind doch keine unbedingt unbrauchbaren Kamens drin. Also es sind doch schon relativ gute Sachen hier drin. Auch hier zurückbuchen ist eine sehr oldschool-mäßig anwirkende Karte mit dem Kreis. Hier, der erinnert so ein bisschen an Yata, nicht an Yata, an den Chaos-Imperator-Drachen. Und ja, genau. Ich bin ja gespannt, was da so an Holokram drin sein wird. Oh, Explosum, auch cool. Ja, ich weiß nicht, er hat halt gesagt, es wird nichts übermäßig krasses sein. Allerdings ist er halt so ein bisschen wie ich, ein sehr, sehr extremer Sammler. Dementsprechend, wenn er sagt, es ist nichts überkrasses, dann kann es halt dennoch sehr teures Zeug auch sein. Sensenmander-Karten, richtig cool aus Dark Beginning. Ich liebe diese Karte. Gibt's in Japan auch als Super Rare. Und ja. Genau, also wie gesagt, ich bin gespannt. Vielleicht, ich hab vorne drin, habe ich was gesehen in der volleren Box von beiden, das ist auch ein schöner, habe ich halt auch gesehen, dass da eingehüllte Karten mit bei sind. Ich denke mal, das werden, wie bereits gesagt, die Highlights sein, die wir dann ganz am Ende machen. Sind auch nicht gerade wenig, ist so ein, ich will mal sagen, so ein Stapel. Und ich werde da mal am Ende zusammenrechnen, wie viel das Ganze wert ist, beziehungsweise was ich eben bezahlen möchte. Und wir werden uns auf jeden Fall einig werden. Das heißt, ihr wisst jetzt schon, wie viel ich bezahlt habe, denn das seht ihr ja dann im Endeffekt im Ding stehen. Ja, ja. Erbarmungsloser Plünderer. Da haben wir auch was gesehen, ne? Vor einer Weile. Auf jeden Fall relativ schöne Karten. Auch hier Giftlord oder wie die Karte heißt, auch unglaublich cool. Ist halt oldschool. Oh, haha, da hat er geschlampt. Der hat er wohl bei den Rares vergessen. Die sind hier irgendwie alle auf Spanisch oder so. Ja, keine Ahnung, wo er die Sammlung her hat, aber ich habe auch mal bei den Rares vorhin reingeschaut, da ist so viel auf Spanisch dabei, das ist halt echt nicht mehr normal so. Ich hoffe, dass das halt nicht bei den Holos auch noch so ist, dass da lauter spanische Holokarten mit bei sind. Das wäre halt schon cool, weil spanische Karten sammle ich ja an sich nicht. Ich sammle halt nur Deutsch, Englisch, Spanisch nur in bestimmten Fällen, wie zum Beispiel Sinister Serpent in Super Rare Spanisch habe ich. Die ist ja saumäßig teuer. Ich glaube 600 oder 700 Euro. Was sie aber auch in der Rarität nur in Spanien gibt. Ja, dementsprechend sammle ich ansonsten halt auch nur noch Japanisches. Eben auch OCG oder Koreanisch, das ist mir ehrlich gesagt egal. Aber so mit diesem ganzen, das ist übrigens auch eine sauschöne Karte, aber mit diesem ganzen Ding kann ich halt nichts anfangen, mit diesem spanischen Gedöns. Da werde ich auch hier wahrscheinlich sehr stark aussortieren und dann mit hin in Ding reinhauen. In eBay gibt immer noch ein Zwanni. Und ja, wir kommen zur dritten Tinbox. Okay, hier sieht es aus, als könnte ein bisschen oldschool auf jeden Fall dabei sein. Oh, soll ich denn das hier rauskriegen? Wie soll ich denn das rauskriegen, ohne die Karten hier kaputt zu machen? Das geht ja gar nicht. Scheiße. Okay, dann machen wir erstmal so. Okay, da haben wir wieder Reprints, beziehungsweise neuere Karten. So ein bisschen gemischt halt. Das war auch mal eine sehr, sehr wertvolle Karte, genauso wie Maschinenduplizierung, die wir vorher gesehen haben. Doppelbeschwörung, ich weiß nicht, inwiefern die jetzt noch was wert ist, deswegen lasse ich es einfach mal drin. Wir haben jetzt ziemlich viel aus WGRP. Da hat wohl jemand ganz schön... Oh, Gerümpel vorwärts, auch eine sehr wertvolle Kamera gewesen. Da hat wohl jemand sehr viel WGRP aufgemacht, weil das ist alles hier aus dem Set, wirklich alles. Ja, das war halt wirklich so ein Reprint-Set. Das zum Beispiel hier, soweit ich das beurteilen kann, eine zensierte Karte. Ich glaube, das war im japanischen Blut. Die Japaner sind halt schon ein bisschen brutal, was das angeht, ne? Dann haben wir hier ein paar Oldschool-Sachen, das sieht man einfach schon daran, wie kaputt die einfach sind am Rand. Ja, genau. Da merkt man halt alles relativ vanillalastig auch.
Aber coole Artworks. Hier Dunkelklinge in Holo wäre auch einfach so extrem geil gewesen. Mechanischer Jäger aus dem SD10. Ist eine Kammer, die vielleicht auch noch ein paar Cent geht. Weil Mechanischer Jäger ist ja im Allgemeinen eine sehr beliebte Karte auch bei Sammlern. Dann Harpienmädchen zensiert aus dem Starterdeck 8. Ist fast noch seltener als das Unzensierte. Weil die gab es ja auch aus... War es Soul of the Duelist? Ich glaube, es war Soul of the Duelist. Da gab es die auch bei uns kurze Zeit lang unzensiert. Und da habe ich mir auch schon meine gesichert, meine Exemplare. Dann ist das staubig. Ah, genau. Antike Antriebshaubitze. Sieht auch mega cool aus. Ja, also ich muss sagen, oder hier, Montage Drache. Ich muss sagen, es sind echt coole Sachen hierbei. Und wenn man davon ausgeht, wir hatten ja eben auch wieder Doppelbeschwörung und Gerümpel vorwärts. Wenn diese Karten immer noch so ihre 1 oder 2 Euro gehen, dann stecken hier in den Boxen doch auch einige drin. Dann haben wir hier eine moderne Vanilla aus Shining Victories. War eine Shortprint, sehr schön. Die finde ich zum Beispiel unglaublich cool, die Karte. Ja, ein schönes Pflanzenmonster. Muss man einfach sagen, finde ich mega cool. Ja, rachsüchtiger alter Magier. Oh, hier alles durcheinander. Genau, dann haben wir wieder richtig einen Oldschool-Kram, also nicht den gereprinteten. Ja. Ist schon alles recht cool. Ja. Genau, eine Packung mit Rares haben wir ja auch noch da. Schauen wir uns das dann auch noch bald an, beziehungsweise gleich. Oh, muss man alles umdrehen, ey. Also das hasse ich. Das ist das Einzige, was ich so am Bulk sortieren hasse, den ganzen Mist dann immer umdrehen. Schauen wir mal, ob wir noch was Wertvolleres hier finden. Vielleicht haben wir ja das Glück und hier ist irgendwo Ding drin. Ein Wichtraum, aber ich glaube nicht. Ich habe nicht mal etwas, das auch nur ansatzweise in die Zeit reinpasst, wo das Set rauskam, Star Strike Blast hier in dem Set gefunden. Das ist alles moderner Reprint oder richtig Oldschool. Oder eben dann noch eine spätere Zeit. Boah. So, was haben wir hier? Upp. Kleine Schwerter. Zap, zap, zap. Nochmal ein Gerümpel vorwärts. Ich werde später mal, das ist glaube ich schon unser dritter oder vierter, also unser dritter auf jeden Fall. Ich werde später mal gucken, ob Gerümpel vorwärts noch was geht. Weil wenn ja, der ging ja in Kammen 3, 4 Euro hier, oder 2 glaube ich. In Super Rare ging er glaube ich 4 oder 5. Oder waren es sogar 6, ich weiß nicht. Aber der in Kammen ging auch 1 oder 2,50, irgendwie sowas. Genau, das war auf jeden Fall schon ein stolzer Preis. Und das ist alles WGAT, Leute. Also das meiste zumindest, das hier ist jetzt Duelist Alliance. Aber ansonsten, es ist hier wirklich sehr, 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 sehr viel Ding drin. Sehr, sehr viel WGAT. Das hat wohl jemand gesuchtet. Da hinten hängt auch schon eine Doppelbeschwörung drin. Hier Doppelbeschwörung. Das ist jetzt wieder alles WGAT-Stuff. Alter, hat der das gesuchtet. Vielleicht hat er denn davon aufgemacht. Ich habe noch nie in einer Sammlung so viele Karten aus diesem Set gesehen. Also ihr müsst denken, der Michael, der hat sich diese Sammlung selbst gekauft und hat halt das, was er gebraucht hat, quasi rausgefiltert und mir den Rest zugeschickt, damit ich das dann eben endverwerten kann sozusagen. Also quasi die ganzen Commons und ich schätze auch mal, dass die Holos eher so dem Neueren entsprechen werden. Also es werden keine Oldschool-Holos oder nur sehr wenige, wenn dann dabei sein. Ich habe ein paar kaputte durchschimmern sehen, das könnten möglicherweise alte sein, weil so abgeranzt sind keine neuen. Also da müsste man sich schon anstrengen. Aber ansonsten denke ich mal, das ist alles. Und wenn ich mir hier angucke, ja, dass alles hier WGRT ist, also so viel davon, könnte ich mir vorstellen, dass da viele WGRT-Holos drin sind. Die sind zwar teilweise recht interessant, aber halt auch komplett wertlos. Und ich bin gespannt, wie viel da im Endeffekt rumkommt. Bei den, nochmal eine Doppelbeschwörung bei der Sammlung. Ich meine, oh Gott, wie viel hat er bezahlt? Waren es 2,50? Nochmal Krumpel vorwärts. Waren es 2,50 oder waren es 150? Ich weiß es nicht. Natürlich schauen wir, dass wir hier auf der einen Seite günstig, auf der anderen Seite fair wegkommen. Ich vermute mal, also den Bulk werde ich halt einfach mit 20 Euro oder 25 Euro aufrechnen.
Also diese ganzen Cummins und Rares halt. Und ja, da mal schauen, also die Super und Ultra Rares und dieses ganze Bulk, da werde ich mal gucken, werde ich vielleicht 10, 20 Cent pro Super Rare nehmen und dann eben den Marktwert von den Highlights, wenn es denn überhaupt Highlights gibt. Ich vermute es ja halt nur, weil die halt einfach extra gehüllt sind. Und ja, das heißt halt normalerweise schon was, wenn der Rest nicht gehüllt ist. Also ich habe ja damals meine erste Sammlung, die ich mir geholt habe, beziehungsweise die damals noch mein Partner geholt hat, das war eine, ich glaube, 150 Euro Sammlung, 3000 Karten, jede dieser Karten, jede einzelne Karte war eingehüllt, auch die Cummins, und die wurden in einem Müllsack geliefert. Und ich sag euch, diese Arbeit, ja, den ganzen Scheiß erstmal auszuhüllen und so weiter, für das Video, weil wir hatten das ja damals anders aufgezogen, die wünsche ich echt keinem mehr, also das war nicht mehr normal. Wir haben jetzt hier tatsächlich ein bisschen älteren, okay, doch nicht, aber wir hatten hier gerade etwas älteren Stuff, oh, Roch aus dem Dunstschleiertal, das ist auch eine alte Karte, aber eine sehr schöne, die Harpchen, richtig. Also doch, wir haben hier doch auch ein paar ältere Karten jetzt, auch aus den älteren Sets, wobei hier das meiste doch tatsächlich aus Structure Decks stammt. Yosenju Magat, also mein Lieblings-Yosenju, die in Secret Rare, die ursprünglichen, die mag ich gar nicht so sehr. Auch wenn sie im Anime selber cool aussahen, haben sie auf der Karte nicht gut umgesetzt, finde ich. Digitalkäfer, ja, was man davon halten soll, das weiß ich nicht. Ich finde halt einfach, der Hintergrund und das Monster, die sind sich einfach zu ähnlich. Weltmeister im Karottengewicht ist auch eine Karte, die ist richtig strange. Amorphage sind sowieso coole Karten. Die war früher auch mal gut. Magische Bibliothek des Kaisers. Und ja, machen wir das dann am besten. Machen wir es mal so. Genau. Dann haben wir Künstlerkumpel Bogenhüpfer. Was ist das denn? Ah, Rasenvogel, genau. Also ich muss sagen, hier sind jetzt ein paar ältere Sachen dabei, die auch gar nicht mal so schlecht vom Zustand sind. Also hier jetzt schon, aber da vorne nicht. Gefällt mir doch ganz gut. Ne? Auch diese Drachenbuster-Viecher, diese, was weiß ich, was das darstellen soll, sehen auch extrem gut aus. Da gibt es ja, glaube ich, drei unterschiedliche von denen. Eine davon, glaube ich, in Super Rare sogar. Und ja, die sieht halt einfach mega geil aus. Was sind das, alte Karten? Halleluja, die Ex-Zeit. GX-Zeit, Getriebe-Golem, die bewegliche Festung aus Ancient Sanctuary in Ultra Rare ursprünglich. Und ja, aber in der Sammlung, die ich eben angesprochen hatte damals, diese erste, also da war Zeug drin, da war ein Chaos-Imperator-Drache, japanischen Ultimate Rare drin, allerdings total bespielt, das war so für mich voll eins der Highlights. Und da war drin der Dunkle Magier des Chaos, die Ritualversion aus dem Premium Pack. Das war so mein absolutes Highlight damals aus der Sammlung. Da haben wir auch ein Video dazu gemacht. Meinem damaligen Kollegen, das war alles voll unprofessionell, so mit noch einer schlechteren Kamera als die, wo ich jetzt vor meiner aktuellen hatte. Also die war noch schlechter. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber es geht. Ja, wir waren halt voll unprofessionell. Also wir haben die ganze Zeit gegackert und gekichert und blöde Witze gemacht und. Witzigerweise habe ich jetzt, bevor ich diesen Part aufgenommen habe, im Übrigen an der Stelle ein Nickerchen gemacht und habe geträumt, dass Renet Brain in meinem Ort ist und wir zusammen zu DM fahren. Fragt mich nicht warum. Das war total strange. Nein, aber jedenfalls war das halt schon heftig. Ja, das war nicht mehr normal. Und da waren aber trotzdem ganz coole Holos drin, so für den Preis. Ich meine, im Endeffekt war es eine Minussammlung, muss man ganz ehrlich sagen, aber wir waren zufrieden, wir waren so happy, was halt auch ein bisschen damit zu tun hatte, dass wir zum damaligen Zeitpunkt in etwa so viel Ahnung vom Preis und vom Wert der Karten hatten, wie ich mit, oder wie ich von Astrophysik, nämlich gar keine. Und ja, aber mein Gott, was soll man machen? Ich glaube, das sind jetzt die ganzen Karten aus den Legendary Decks und so weiter gewesen. Petin, dunkler Clown, wieder Kuriborn. Ja, das ist wieder alles moderneres Zeug, beziehungsweise in manchen Fällen Reprints älterer Sachen, unermüdliche Boxer, nein, Pinguin. okay, die hier mochte ich halt gar nicht. Also so diese Roboter, die können mir echt gestohlen bleiben. So, die finde ich vor allen Dingen die Pendelversion von denen finde ich ganz, ganz schlimm. Spielzeugritter ist eine coole Karte. Künstlerkumpel. Ja, das sind schon ganz nette Sachen, muss man sagen. Und ja, diese Karten auch aus diesen ganzen Nebensets, diese Cummins, die hier drin sind, die unterstützen natürlich meine Sammlung auch extrem. Das muss man schon sagen.
Ich habe es ganz gerne, wenn in Sammlungen noch so ein bisschen Bulk mit dabei ist, so ein bisschen Kamen und Rare Bulk, einfach weil, ja, da muss man sich, dann hat man einfach einen riesen Kartenpool zu Hause. Also ich habe ja aktuell, also es müsste mittlerweile so um die 380.000 Karten sein. Und davon sind halt tatsächlich so 60, 70 oder wenn nicht gar 80.000 Kamens. Das ist tatsächlich so, dass die Holos die Kamens überwiegen, weil ich die Kamens halt auch immer wieder aussortiere. Erstmal vom Zustand her und darüber hinaus sammle ich ja von jeder Holo 9 Exemplare, von jeder Kamen meistens nur 6, manchmal auch 9, je nachdem welche es ist. Und da werden dann halt auch häufig einfach Tinboxen gemacht, wo dann wieder das Aussortierte verkauft wird. Dementsprechend halten sich halt tatsächlich die Kamens in einem begrenzten Rahmen, den man wirklich braucht. Bei den Holos mache ich das eher selten, beziehungsweise seltener. Blitzmustang ist auch eine sehr schöne Karte. Dementsprechend überwiegen halt auch tatsächlich die Holos hier in dem Fall die Kamens. Also ich habe weit über 200.000 Holos müssten es sein, wenn ich mich jetzt... Oh, Tsukuyomi, richtig gut. Das ist eine gute Kamen, das ist eine richtig gute Kamen. Wenn ich mich jetzt da nicht verrechnet habe. Im Übrigen muss ich mich korrigieren. Ich muss die Kamen zum Gräser gar nicht mit einberechnen, weil der liebe Michael ja gesagt hat, dass er mir die schenkt. Ne? Das heißt, um den Wert zu ermitteln, brauche ich tatsächlich nur die Holos errechnen. Und ja... Paladin of the White Dragon ist auch eine sehr schöne Karte. Fand ich schon damals unglaublich toll. Als Ultra Rare kam sie damals in Magician's Force raus. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wurde Magician's Force auch in Deutschland verkauft? Also ich weiß, dass das Set nur in Englisch rauskam, aber wurden die englischen Sets auch in Deutschland verkauft? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil in Anbetracht der Tatsache, dass Karten aus den Sets hier doch relativ rar gesät sind, muss es ja eigentlich so sein, dass diese Karten, also entweder hat sich niemand für das Set interessiert damals, wobei ich mir das speziell bei Magician's Force nicht vorstellen kann, einfach weil dunkles Markenmädchen und so, ne? Ja, oder es wurde eben in Deutschland nie verkauft in dem Sinne. Wer weiß das schon. Wir nähern uns jetzt auch schon dem Ende dieser Box, Sumpfkönig. Und werden jetzt auch gleich mit der Legendary Dex 2 Box weitermachen und schauen, was uns darin erwartet. So, das ist die letzte Kamen Box. Danach haben wir noch eine Rare Box und dann geht's auch schon mit den Holos los. Schauen wir, was uns hier noch erwartet. Ich sehe einige Reprints. Man sieht allerdings auch schon wieder ein paar ältere Sachen. Ich bleibe gespannt. So, dann schauen wir mal. Ist das auch ein Reprint? Ne, die sind tatsächlich Originale, weil die gab es. Gab es die als Reprint? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht, aber es sind im Allgemeinen. Oh, was haben wir denn hier? Ah, das ist eine Karte, die sieht sehr schön aus. Bild der Vergangenheit, das ist Generations Force. Ich bin mir tatsächlich relativ unsicher, weil es gibt ja doch, glaube ich, einige Kamens aus Ancient Sanctuary, die nicht reprintet worden sind, wenn mich nicht alles täuscht. So, gucken wir mal. Also hier waren in der Sammlung tatsächlich, was Kamens angeht, zumindest wenn wir davon ausgehen, dass das ganze Zeug immer noch genauso wertvoll ist wie vor einem halben Jahr, was zwar eher unwahrscheinlich ist, aber ich habe mich jetzt da natürlich vorab nicht informieren können, dann haben wir hier doch einige Schätze drin. Union Hangar war auch eine Karte, die sehr viel ging. Dann haben wir hier echt einige Schätze drin, ja, für die wir nichts bezahlen müssen, weil wie gesagt, die Kamens und Rares, die sind ja hier, die sind auch sehr schön aus, die Karte, die sind ja für mich hier quasi for free. Da muss ich nichts für bezahlen. Und ja, danke an der Stelle auch nochmal an dich, lieber Michael. Einfach ein cooler Dude. Er hat auch schon, also ich habe schon viel bei ihm gekauft, es gibt da diese 7.500 € Sammlung, die ich von ihm habe. Oder die diese eine Sendung, wo nur Champion Pack, Turbo Pack, Tournament Pack Karten drin waren. Das war auch ein ganzer Ordner voll, nur mit solchen Karten, Leute. Findet mal so ein Sammlungsopening, ja. Das gab es nicht mal bei Simply Unluckys 50.000 € Sammlung gab es das, ja. Einfach übertrieben fett. Ja, so Sachen, die lohnen sich auf jeden Fall anzugucken. Bedauerlicherweise noch in der alten Qualität. Die 7.500 € Sammlung war das letzte Video.
das mit der schlechten Kamera aufgenommen wurde. Ist natürlich ein bisschen sad da, aber es werden in Zukunft noch teurere Sammlungen kommen oder ähnlich teure Sammlungen und die haben wir dann in super HD-Qualität, beziehungsweise wenn ich da mal einen 4K-fähigen Rechner habe, auch in 4K, denn ja, meine Kamera kann auch 4K, allerdings kommt damit mein Computer nicht zurecht. Wenn ich versuche, diese in 4K aufgenommenen Videodateien, die ich ja auch schon testweise gemacht hatte, irgendwie in einem Bearbeitungsprogramm zu öffnen, ganz egal, ob das jetzt der Movie Maker oder Shortcut ist oder so, dann bricht oder stürzt das Programm ab. Ich kann sie auch nicht abspielen, versuche ich diese Dateien abzuspielen, stürzt der VLC Media Player ab, stürzt der Windows Media Player ab. Welchen auch immer ich hernehme, dementsprechend muss ich davon ausgehen, dass es einfach an meinem Rechner liegt, dass der nicht in der Lage ist, diese 4K-Dateien adäquat zu öffnen. Und dementsprechend werde ich mir im Laufe der, ja, also dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres einen Laptop gönnen oder einen neuen Rechner gönnen. Wahrscheinlich einen Laptop, der dann eben nur für diese Videos hier ist. Der dann eben in der Lage ist, solche Dateien auch tatsächlich abzuspielen und zu verarbeiten. Und dann werden wir hier auch 4K haben. Ich habe ja jetzt auch, heute, wo ich das Video aufnehme, wurde von ISDN bei uns auf Voice-over-IP umgestellt. Und ja, wir haben jetzt wesentlich, wesentlich schnelleres Internet. Das heißt, der Upload erfolgt ab jetzt um einiges schneller. Das heißt, für sowas wie Ancient Sanctuary brauchen wir keine 25 Stunden mehr, bis das hochgeladen wurde. Schon nur noch 12. nein, also es geht jetzt auf jeden Fall wesentlich schneller. Dass das damals bei dem Opening im Übrigen so lang gedauert hat, hatte gar nichts mit meiner Upload-Geschwindigkeit an sich zu tun, sondern das war wohl etwas, das mit YouTube zusammenhing. Im Nachgang kamen mir immer wieder Leute, die tatsächlich über ähnliche Probleme geklagt haben. Oh, sehr cool, den habe ich auch aus der Jump. Und den gibt es bei uns, glaube ich, nur in Kamen. In Japan gibt es ja noch aus Holo, richtig cool. Und dementsprechend muss man halt davon ausgehen, dass hier tatsächlich ein Fehler bei YouTube vorlag, dass das nichts mit mir zu tun hat. Ich meine, Videos, ein Video mit einer Stunde, das braucht halt bei mir tatsächlich, brauchte bis gestern sozusagen tatsächlich einen halben Tag zum Hochladen, aber keine 25 Stunden, das war schon extrem lange. Hier haben wir jetzt gerade wieder ganz, ganz viele Reprints alter Karten, alle aus diesen ganzen Legendary Decks. Auch eine sehr schöne Sache. Stellt euch mal vor, eine Polin Ultimate Rare, wie geil das aussehen würde. Da hätte ich voll Bock drauf. Und ich wäre auch dafür, also wenn man die Götter nochmal reprintet, ihr wisst, ich hasse es ja eigentlich, ne? Aber dann doch bitte in Ultimate oder Ghost Rare, so als ganz seltene Promo. Das wäre richtig geil. Also nicht in so einer Tinbox, wo jeder sonst möchte gern hier sich die ranholen kann. Dann wird der Markt überflutet und dann ist das nichts wert. Sondern wirklich irgendwie als Promo, die optional zu ziehen ist in der Tinbox. Ja, keine Ahnung, man macht eine Tinbox, wie die jetzt im August rauskommt. Da haben wir dann insgesamt, ich sag mal, 6 Promos drin. 3 davon sind eben relativ häufig zu ziehen. Und die anderen 3 sind dann zum Beispiel die Götter in Ghost oder Ultimate Rare und die sind halt richtig, richtig Shortprints. So wie hier diese, wie hieß sie nochmal, unbeständige und unendliche Unbeständigkeit, genau. Im Hauptset, die war ja auch extrem short. Und ja, das wäre halt richtig cool, dann hätten wir auch wieder Götter, wo man sagen könnte, die sind was wert. Und dann am besten auch noch die unspielbaren Varianten, weil das sieht einfach so Bombe aus. Das wäre einfach der Hit. Also so sehe ich das zumindest. Ja. Weiß ja nicht, wie ihr das seht. Und ja, es gibt ja diese diese Ultimate Orikas von denen. Die sehen ja auch schon geil aus. Aber so als Originale, da wäre das halt auch echt geil. So, dann kommen wir jetzt auch schon langsam, aber sicher zum Ende der letzten Kamenbox. Dann haben wir noch eine ganz, ganz kleine Box an Rares. Und dann haben wir noch eineinhalb Boxen oder einer Dreiviertel Boxen mit Holos. Und dann sind wir da auch schon wieder durch sozusagen. Also bei den Cummins, da war tatsächlich relativ viel interessanter Stuff dabei. Vorausgesetzt, diese Karten haben noch denselben Wert, wie sie vor einiger Zeit hatten.
So, jetzt haben wir hier noch die Box mit den Rares. Ne? Ich musste das vorher rausschneiden, deswegen habt ihr nicht wirklich gesehen, wie ich die Box aus der Kiste geholt habe, weil ich saß so davor, oh, Rares, Bares für Rares. Was ist denn da Seltenes drin? Also ich weiß nicht, an welcher Art von alljährlicher, mitteljährlicher Demenz ich da gelitten habe, aber mir ist nicht bewusst geworden, dass es sich dabei um Rares handelt und um irgendwas Rares, Seltenes. Und ja, genau, die schauen wir uns jetzt an. Das sind nicht ganz so viele. Auch da habe ich schon mal reingespitzelt. Sind auch ein paar ganz coole Sachen dabei. Ich glaube sogar Kaijus. Ich weiß allerdings jetzt nicht, ob es die guten waren. Nochmal Kaiju. Dann, genau, ein paar Abyss-Sachen. Rares sind ja generell immer recht interessant. Dann Konfrontation mit dem C. Die ja jetzt auch abgegradet wurde auf Super Rare. Aber wo war das nochmal? War das Destiny Soldiers? Ich glaube nicht, ne? Das war auch nicht in Samenus. Das war hier auch nochmal ein Kaiju. Der war, glaube ich, ein bisschen teurer sogar, wenn ich mich nicht täusche. Gott, welcher war denn das nochmal? In welchem Set kam Konfrontation mit dem C nochmal ein Super-Rare raus? War das nicht Infinity Chasers? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon. Ja, hier haben wir ein paar Starfalls und so Zeug drin, genau. Schade, dass die Triamiden nicht mehr weitergemacht wurden. Das kam einmal in The Dark Illusion, kamen die raus. 3 oder 4 Karten davon. Und vielleicht waren es auch 5, keine Ahnung. Mehr waren es aber sicher nicht. Und seitdem ist das Thema passé. Ich würde mir wünschen, dass das nochmal aufgenommen wird, weil die haben schon relativ ägyptisch ausgesehen. Die sind übrigens auch cool. Einmal Shinobi Baron V und einmal Shirobi, Shinobi Baroness oder Baroness V. Sehr cooles Artwork, beides, muss man schon sagen. Die haben auch einen gewissen Wiedererkennungswert und hätten auch genauso gut irgendwo in einem älteren Set als Super oder Ultra Rare erscheinen können. So. Die gehen als Oldschool durch, in meinen Augen. Ja, auch wirklich ein paar schöne Sachen dann dabei. Zum Beispiel die hier, sehr cool. Ich liebe ja diese ganzen alten Klassiker in Rare zum Beispiel. Ja. Drachenmeister Ritter in Rare oder hier das tausendäugige Opfer. Aber auch hier ist es wieder so, dass relativ viel in Spanisch ist. Ich glaube, jetzt müssten die dann da hinten kommen. Die müssten alle Spanisch sein. Ich weiß nicht, warum der so viele spanische Karten hatte. Aber ja, da muss ich mir halt was überlegen. So. Genau, hier haben wir jetzt nochmal tausendäugige Opfer. Dunkle Magier des Chaos, auch cool. Genau, und hier geht es dann wieder weiter mit den ganzen spanischen Karten. Die sind alle ja auch Shatterfoil und Starfoil und alles vertreten. Alles, was irgendwie so mittelmäßig rare ist, so ein Hybrid, Mischmasch, Scheißdreck, irgendwas auf gut Deutsch. Genau. So, fokussieren. Richtig. Richtig. Genau, aber es sind an sich auch ganz coole Karten dabei. Mal schauen, vielleicht finde ich für diese ganzen spanischen einen Abnehmer, der mir das günstig nimmt. Allerdings werde ich die jetzt halt nicht sofort verhökern, sondern ich werde halt erst ansammeln, bis mal eine gewisse Masse da ist. Also so Commons und Rares, die verkaufe ich halt immer erst so, also wenn es mal ganz dringend ist, ab 20 Euro. Aber am liebsten sammle ich sie an, bis ich so 10.000 Karten habe und dann verkaufe ich die auf einen Sitz, dann habe ich nämlich gleich wieder 200 Euro auf dem Konto und damit lässt sich dann natürlich auch direkt wieder arbeiten. Jetzt hauen wir die hier erstmal wieder rein, sortiert wird später und dann schauen wir uns mal die Holos an. So, jetzt haben wir hier die Holos, das ist so die erste halbe Box und ja, die werden wir uns jetzt einfach mal anschauen. Ich snack mir hier einfach mal eben das erste weg. Highlights legen wir natürlich raus. Beauty Shots wird es hier keine geben. Ich habe mich dazu entschlossen, dass wir zumindest in Openings einfach nur das Opening angucken, ohne Beauty Shots. Also bei Mega Openings, bei Openings von Sets bleiben die natürlich ganz klar auch bei anderen Sachen. Aber so bei diesen Mega Openings, die brauchen ja so schon viel Zeit. Da belassen wir es mit den Beauty Shots. Das haben wir auch schon beim letzten Mal gemacht und ja. Ja, schwarzglänzender Soldat, also wir haben hier tatsächlich, das ist mir aber auch schon direkt von oben aufgefallen, wir haben hier ein paar schöne ältere Sachen, die halt wirklich aber schon destroyed sind, also die sind halt wirklich nicht mehr in einem guten Zustand. Schaut euch mal den Dark Magician an. Ja, das ist, boah, Alter, das sehe ich mir nochmal. Außer die hier, die sind natürlich wieder super vom Zustand her. Dann haben wir hier Polymerisation, eigentlich im Anime-Artwork.
Hier jetzt aus Fusion Enforcers, interessanterweise ist die bei uns zensiert, denn hier sehen wir sowas ähnliches wie einen Judenstern im Japanischen. Das ist bei uns natürlich weg. Die hier sind dementsprechend wieder niemand. Das fühlt man auch direkt. Das sind neuere Karten aus Fusion Enforcers. Ja, hier auch. Oh, schaut mal, Sirenengesang aus dem Duelist Pack Revival of Pharaoh. Die ging früher mal eine ganze Menge sogar, ich glaube ein Zehner oder so. Mittlerweile dürfte sie nicht mehr so viel gehen, zumal sie auch ein Reprint bekommen hat. Auch die hier sehr, sehr schön. Also das Artwork gefällt mir einfach gut. Das hätten sie doch mal im Movie Pack als Blue Eyes Artwork hernehmen können, oder? Also ich kann mir nicht helfen, aber der Blue Eyes aus dem Movie Pack, der gefällt mir einfach nicht. Der nicht, weil er scheiße gemalt wurde oder gezeichnet wurde, sondern einfach, weil er halt sich zu sehr mit dem Hintergrund zu einer Melange aus irgendwas verrührt. Also das war... Dann haben wir Dunkles Magermädchen aus den Yugi Legendary Decks, okay. Ah, wir haben ja gerade im Allgemeinen Legendary Decks Karten, auch die Spielmarken, sehr cool, auch die drei hier. Richtig nice, ich glaube, da geht eine so ein Euro oder so. Das ist auf jeden Fall cool, die ist ein bisschen angedönert, oder? Gold Sarkophag. Buntäugiger Arc Pendeldrache. Also den finde ich sowieso mega cool. Ja, genauso wie das Artwork hier vom buntäugigen Pendeldrachen. Richtig geil. Also das sind jetzt wieder diese... Ach, das sind die aus dem LEDD, diese ganzen alternativen Arts. Ne? Die sind halt echt geil. Ich glaube, die ein oder andere davon geht sogar ein bisschen was. Cyberdrache und Endlichkeit, auch cool. Der Amoklaufdrache. In Super Rare konnte ich ihn gar nicht mehr sehen aus seinem Hauptset. Den hast du ja ständig gezogen. Mich persönlich wundert es ja, dass der überhaupt mit dem Namen bei uns auf den Markt kam. Dann Dunkler Magier, der Drachenritter, das ist für mich ein Highlight. Und Auszubildende Illusionsmagierin auch, die legen wir uns mal beide raus. Die lege ich mir jetzt einfach mal dahin. Zup. So, sehr schön. Dann haben wir den Dunklen Magischen Kreis, den Chimera-Tech Megaflottendrachen, auch cool. Cyber-Reparaturwerkstatt, die war auch ein bisschen was wert. Damals Cyber-Netzwerk, Ewige Seele, Magier-Navigation... Und ein Machine King aus EM1. Gut, das ist schon mal der erste Packen gewesen. Dann haben wir Drachenritter der Schöpfung, Ruinen der himmlischen Drachenherren. Also das sind jetzt auch alles wieder so Structure Deck Karten. Rückkehr der Drachenherren, ich glaube die gingen auch ein bisschen was. Nummer 10, 39 Utopia Strahl, wie auch eine coole Karte. Nummer 10, 39 Utopia Strahl, Nummer 39 Utopia, das sind alles gerade so Structure und Starter Deck Karten. Auch cool, ich meine, das ist ja sowieso ein Klassiker. Von dem Deck habe ich noch zwei Stück oder drei Stück OVP da. Zeitdeutender Magier und Standdeutender Magier. Die ersten beiden Pendelmonster waren das, glaube ich. Aber richtig cool. Und bei der hier, ihr müsst sie mal nehmen und so ein bisschen biegen, ja, wie schlecht die Qualität damals war. Die Karten waren richtig dünn. Ja, die waren wie Gummi, waren die. Nicht mehr normal. Dann haben wir Grenosaurier. Oh, Linkspinne, sehr schön. Also das gefällt mir. Linkspinne ist eine coole Karte. Auch ein Ultimate Rare. Also das gefällt mir echt gut. Sehr schön. Und dann haben wir Honeyboard, das ist auch eine coole. Also die beiden, die gefallen mir echt gut, diese beiden Link-Monster. Die waren auch, glaube ich, in diesem ersten Starter-Structure-Deck dabei. Ram-Clouder, Link-Schlechter natürlich auch. Eine sehr, sehr schöne Karte, gefällt mir auch vom Design her sehr gut. Also wir haben ja gerade wahrscheinlich diese ganzen Holos aus diesen Sets. Dann haben wir Anstimmender Geier, Zorniger Ritter, Xiang-Sheng-Magierin, Qual des Entkommens. Kuscheltier Maus zweimal, Zwillingstwister, Feuerritter Nachladen, DDD Wellen, Vergessenskönig Cäsar Ragnarok, DDD Du, Dämmerungskönig Kali Yuga, dann zweimal Shiranui Spektralschwert, Maya Spenster Tornado, Neftabis, der Atlantische Prinz, alles aus dem Megapack, oh, damals hier Platinum Rares aus dem Noble Knight Deck, Petit Dragon, oder ne, nicht Petty Dragon, sondern Petty Terra Nodon. Okay, diese Namen. Dann Ultimative Tyranno, auch eine sehr coole Karte. Oder Seelenfressender Oviraptor. Beides Dinos, die sehr schön aussehen. Er sieht halt richtig wuchtig aus und er sieht halt irgendwie so elegant böse aus. Der gefällt mir fast besser. Aber richtig schön, das muss man schon sagen. Untergegangene Welt. Überlebensende. Antiker Antriebsapparat, antiker Antriebsreaktordrache. Also das sind wirklich alles so Karten aus diesen ganzen Structure-Decks. Hier tapfere Archendrache, himmlischer Drachenherrscher Fellgrand. Hier nochmal ein paar Platinum-Rare-Karten aus dem Noble Knight-Deck. Okay, das scheint wohl alles aus dem Noble Knight-Deck zu sein. Dann
haben wir hier die zweite Hälfte. Dann haben wir Merlin. Merlin ist, glaube ich, die einzige Karte aus dem Deck, die ein bisschen was geht. 2-3 Euro oder so. Die legen wir uns mal raus. Genau, also es scheint wohl hier das ganze Deck zu sein, das hier drin ist. Richtig cool, aufrichtig. Ja, ich finde Platinum Rare sieht ganz gut aus. Also es gibt Leute, die hassen diese Rarität, aber ich mag sie. Was ich weniger mag, ist Platinum Secret Rare. Das sieht halt echt doof aus, aber das normale Platinum Rare, das geht eigentlich voll klar. Dann haben wir hier ein bisschen Gold Rare Stuff und oh, Nummer 11, großes Auge. Auch cool. Auch cool, aus welchem kam das? Pegel 3, genau. Im 3er waren sowieso ein paar relativ gute Prints drin. Auch Blitzchidori war damals eine sehr gute Karte. Daigusto Emerald, auch eine Karte gewesen, die einiges ging. Mittlerweile ja nicht mehr, weil er, glaube ich, gehittet wurde. Oder nicht mehr spielbar ist, eins von beiden. Genau, Beatrice zweimal. Auch eine sehr coole Karte. In Gold Secret geht das Artwork halt sehr unter, aber ich habe sie auch aus Japan in Ultra Rare. Nochmal ein großes Auge. Der ging, glaube ich, eine Weile auch mal was, Bahamut High. Und ja, genau, das ist sowieso ein Klassiker. Und die hier, ja, da gibt es ja zwei von dem, glaube ich. Zwei verschiedene, die würde ich mir mal irgendwie in Ultra oder so, würde ich mir die mal wünschen. Nicht in Gold Secret, weil das Artwork an sich ist halt auch wirklich Bombe. Wir haben Beta Elektromagnetkrieger. Okay, es geht weiter mit diesen ganzen Structure Deck Karten. Also da sind wirklich Structure Decks drin, ohne Ende. Ja, also die kompletten Holos aus diesen Structure Decks. Richtig cool, Pantheismus der Monarchen. Genau, damit ist das Monarchen Deck. Geil. Ah, jetzt haben wir hier ein bisschen Duelist Saga. Sehr schön. Richtig cool. Chimera Tech Festungsdrache. Da gab es ja nur relativ wenig, was auch wirklich was wert war. Ja. Aber es gab ein paar sehr, sehr coole Karten, wie zum Beispiel hier Wandernder König Wildwind. Aber die sind halt wirklich alle gebandet. So, aber wirklich extrem. Der Dark Magician, Harmon, der geht, glaube ich, ein bisschen was. Oder auch Gozuki war eine ganz gute Karte. Oh, Galaxieaugen Photonendrache. Der ist aus der Tinbox. Der müsste auch den ein oder anderen Euro gehen. Den legen wir uns auch mal raus. Sehr schön. Dann Fossila Pachycephalosauria. Ehren. Okay, ernste Warnung. Oh, Nummer 10, die Lumia-Ritter. Tinbox-Time, sehe ich gerade. ja, genau, da sind auch echt schöne Sachen drin. Hier aus der Tinbox der blauäugige weiße Drache. Blauäugige Geisterdrache. Durch den Reprint ist der Originale ja sowas von gesunken, das war ja nicht mehr normal. Au, der schwarze Stein der Legende aus den Legendary Decks 2. Genauso wie rotäugiger Leuchtfeuer-Metalldrache. Das sind Karten, die waren richtig geil. Schöne Reprints. Die Melodie des erwachenden Drachen, Rückkehr der Rotäugigen, Auslöschen, Geschwisterbund war auch mal einiges wert. Also wir sehen, das sind schon relativ coole Holos so an sich. Dann haben wir dunkle brennende Angriff. Das sind jetzt die ganzen Secret Rares. Oh, wir haben die Spielmarken auch mit dabei. Alle drei sogar, auch cool. Also die Spielmarken fand ich ja echt geil so. Maid mit den blauen Augen, Inkarnation der legendären Exodia. Blauäugiger ultimativer Drache, dann haben wir hier die Super Rares, beziehungsweise nochmal die Ultras aus dem Magnetkrieger-Deck. Ah, dann haben wir hier nochmal Dusa Stuff, Löwenzahnlöwe, Nummer 28 Titanische Motte, eine sehr schöne Karte. Wachpinguin, Monster-Tor, auch mal schön in Holo zu sehen, gab es ja vorher nur das Ancient Sanctuary in Kamen, wobei ich mir halt eine normale Ultra, ja, mehr gewünscht hätte für die Karte als dieses Ultra-Parallel. Rettungskatze. Raviel, ja, ich liebe Raviel. Das ist eine schöne Karte. Nochmal Vayan. Vermächtnis eines Helden sieht einfach richtig geil aus. Nummer 70, Schlimme Sünde. Befreiender Effektor. Chimera Tech Festungsdrache, Elementar halt aufrichtiger Neos. Auch ein sehr schöner Elementar. Im Endeffekt ist es nur Neos mit Flügeln, aber es sieht einfach mega geil aus. Chaos Zepter Vorstoß. Finsterlord Ukobak. Säbelhai, Spiegelkraft, also das sind halt echt nette Karten. So. Und hier auch der Blue Eyes mit dem Dusa-Effekt, sieht cool aus. Den wollten die Leute nie vertauschen, wenn sie ihn gezogen haben. Schlimm, verlorenes Paradies, eines der schönsten Karten, die damals rausgekommen sind zu der Zeit. Und bis heute auch eine der schönsten Zauberkarten, die es gibt. Einfach Garten Eden in Finster, mega nice. Genau, was haben wir noch? Jinzo, Jinzo natürlich auch mega schön. Harpien Federsturm, ja, die gab es auch mal im Duelist Pack, also super rare. Glaube ich zumindest. Vollgepanzerter Schwarzstahl-Lanzenträger. Ist auch ein cooles Artwork. Heißer Himmelsturm. Königlicher Erlass. Mein Gott, hat die Karte mittlerweile viele Reprints. Dann Kaiserlicher Befehl. Auch interessant. Da kommt der Dusa-Effekt gar nicht so hart zur Geltung, weil da bloß bestimmte Teile der Karte dann holographisch gedruckt sind. Amulett des Meeresherrschers. Oh, Cyberdrache. Auch gut.
und Vermächtnis des Duellanten. Dann sind wir mit der Box auch schon durch. So, letzte Holobox. Und hier sehen wir auch, hier sind eingehüllte Karten. Das werden wohl so ein bisschen die Highlights sein. Die schauen wir uns ganz am Ende an. Jetzt schauen wir erstmal, was wir hier drin haben. So, dann nehmen wir hier erstmal die erste Hälfte und schauen, was wir hier alles finden. Ja, wir haben hier wieder ein paar Super Rares. Also wir haben einmal aus einem Structure Deck ein paar aus Shining Victories. Ich weiß nicht, in Shining Victories waren ja schon die garantierten Super Rares drin. Genau, hier auch richtig cool. Armor Factor Pine, der imaginäre Drachoberherr. Das ist halt wirklich eine der schönsten Ritualmonsterkarten der damaligen Zeit gewesen. Und speziell dieser Armorfarge-Karten. Cosmo Landwalker, Rodong Tundrache, Cosmo Feiglöwe, diese ganzen Super Rare Entlarven war mal eine sehr, sehr gute Karte damals aus Extreme Victory. Auch mal was Oldschool-mäßiges. Lanzen-Drachonaut, auch cool. Shiens Dojo, hier eine Ultra Rare, eine Booster Ultra. Zefraxi, Schatz des Yang Sing. Aus Cross, mega cool, ist eine schöne Ultra. Die Booster Ultras, die legen wir uns auf jeden Fall mal raus, weil die sind natürlich was Besonderes. Dann nordische Elf Vardalf aus, oh Gott, Storm of Ragnarök, ist keine garantierte Holo. Die ist leider ein bisschen destroyed, aber trotzdem cool. Infernoid Antra, die ist hier unten ziemlich gedamaged leider. Blitzableiterherrscher, auch cool. Superstarker Samurai Flötenspieler, der war glaube ich immer ein bisschen was wert. Seher der Leere, infizierte Post, Visionsheld, Trinity, dann ein Held lebt, auch richtig, richtig cool. Legen wir uns auch raus, ist auch eine schöne Ultra Rare. Zwar nicht First, aber trotzdem aus Generation Force. Dann Lucent, niederer Herrscher der finsteren Welt, also sozusagen, ja, gehört zum etwas neueren Supporter Dark World Karten aus Primal Origin. Weil ja, die so richtig krass Monster Support haben, die ja als letztes, glaube ich, in der Xyz-Zeit bekommen. Nummer 10.02, Zentrum der Seraph. Die Monarchen brechen hervor. Oberster König Tor 0. Zephrach, Spiral Schläfer. Das Maximum Crisis, dann Sternenherrscher Galaxion. Galaxieschlange ist eine sehr coole Karte. Die geht zwar nix, ist aber eine sauschöne Super Rare. Die legen wir uns auch mal raus. Die finde ich echt cool. Dann haben wir Mondlichtparfüm aus Dark Illusion, ein Playset. Sehr schön, das ist eine super, super schöne Zauberkarte. Dann haben wir Amaterasu. Ja, den fanden auch viele cool aus der Dark Illusion. Tundunkler Magier mit Hellfoes Kombination. Dann Nummer 81, Superkanon Panzerzug Superdora. Schwarzer Hochmagier. Stab des Magiers. Dann haben wir Kampfgeist des Drachen aus dem Moviepack. Zweimal. Schicksalsgrabung. Auch als Playset hier. Okay, jetzt haben wir hier lauter Moviepack-Stuff. Das Bossmonster der Kubischen. Ausgelöste Explosion. Lord Gaia Zorniger Ritter dreimal. Spirituelle verräterische Schwerter. Dimensionsreflektor zweimal. Vijam, der Kubische Samen. Das ist die schönste Kubisch-Karte, die ich kenne. Ja, finde ich am coolsten. Dann Dimensionstrugbild. Dimensionswächter. Und das finde ich cool. Da gibt es ja drei davon. Dimensionsstatue gibt es glaube ich auch noch und ich finde halt cool, dass das halt wieder so drei Stück sind, in Anführungszeichen, die was Besonderes darstellen. Dann haben wir das Zitronenmagier-Mädchen, Palladium Orakel Mahat, auch eine sehr, sehr schöne Karte. Da kommt jetzt dann auch noch das Palladium Orakel Mana raus in der Tinbox. Tiefäugiger Weißer Drache, zweimal Wachposten Steinsoldat und hier nochmal der silberne Apparat, mit dem es dann hier auch gleich weitergeht. Die gingen ja damals relativ viel, 2,50 Euro teilweise, bis 3 Euro oder sogar 4. Aber die haben jetzt mittlerweile so viele Reprints bekommen, dass das jetzt natürlich nicht mehr so ist. Verteidigung des Magiers, also ich muss sagen, von den Artworks her sind halt richtig schöne Karten damals in den Moviepack rausgekommen. Hier der goldene Apparat, zweimal das Apfelmagiermädchen, kubisches Karma, Chaosform war auch mal sehr viel wert damals. Das war ja die Ritualzauberkarte für den Chaos-Max-Drachen, Angriffs, Wyvern, Lillip. Dann Tür des magischen Vertrags, Kontertor, finsterer Garnex, das kubische Ungeheuer, Marshmacron ist auch eine coole Karte, ist also an die Anlehnung zu Marshmallow. Finde ich sehr cool, sehr gelungen und speziell in Goldrare sieht die sehr schön aus, weil durch dieses Gold irgendwie der Hintergrund extrem gut zur Geltung kommt. Dann haben wir Pandemischer Drache, keltische Wärter für edle Waffen, kubische Welle, dann haben wir Crimson Nova, der finstere kubische Herrscher, Basta Gandil, das kubische Riesentier, Bärenmagiermädchen, Klingen Gandura, das kubische Ungeheuer,
Dann haben wir Gaira Gale, oder wie der auch immer ausgesprochen wird, der kubische König. Kristallavatar, das ist die Karte, wo im Anime, also beziehungsweise in Darksides of Dimension, in dem neuesten Film, Kaiba im finalen Duell Yugi seine Lebenspunkte gerettet hat und sich dadurch quasi selbst geopfert hatte. Dann Dark Horizon, also Dunkler Horizont, einer der schönsten Fallenkarten, die da rausgekommen sind. Dann Vulkan Dragni, der kubische König. Letztes Verbot. Kiwi Magier-Mädchen, auch cool. Endoria Doom Vault, der kubische Kaiser, den finde ich auch cool vom Aussehen her. Schokoladenmagier-Mädchen, dann haben wir hier noch die Dimensionssphinx, genau, das ist die dritte im Bunde. Metal Hold, die mobile Blockade. Dann haben wir hier Kaiser Force Plünderer. Na, vom Force Plünderer, so eine Fortsetzung quasi. Durchsichtiger Kuribo, den finde ich eher so mittelmäßig. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das Design ist nicht so prickelnd. Dann Vereinigung der kubischen Herrscher, das ist eine sehr coole Karte. Kubisches Mandala, kubische Wiedergeburt. Und Gandoria X, der Drache der Vernichtung. Im Anime ein sehr cooles Monster. Hier auf der Karte irgendwie eher mittelprächtig umgesetzt, hätten sie besser machen können. Okay, dann haben wir das schon mal soweit. So, dann geht's weiter mit Tsubaba General. Beim nächsten Stapel. Den haben wir hier auf. Boah. Alter, wie oft haben wir den denn? Den haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal! Oh Gott, wir haben jetzt 10 Mal den Tsubaba General. Alles klar, damit ist unser Kontingent mehr als gefüllt. Aus WGAT. Und ja, ich habe es ja schon vermutet, weil wir so viele Comments auch davon hatten, dass wir hier auch relativ viele der WGAT-Holos haben werden. Wir haben den Nebelkönig, ist eine sehr coole Karte. Wie oft haben wir den? Oh Gott, den haben wir auch richtig oft. 8 Mal, glaube ich, ihn hier zu sehen. Krass. Dann haben wir nordische Reliquie Levertine. Oder Levertine, wie auch immer man das ausspricht. Schmetterlingsjoch, sehr, sehr schöne Fallenkarte. Schaut euch mal das Artwork an. Ja, das ist halt einfach unglaublich schön. Ja, also das ist wirklich Kunst, muss man einfach sagen. Richtig cool. Schmetterlingsjoch ein paar Mal, nordische Reliquie Bringsamen, oder wie die ausgesprochen wird. Brising Gaming, keine Ahnung. Also bei den nordischen Karten habe ich echt so meine Probleme. Aber die sieht auch unglaublich cool aus. Auch eine sehr schöne Fallenkarte. Dann haben wir Tor zu einer anderen Dimension. Hypnohorn, also das hat er wieder alles sehr schön sortiert. Haben wir hier auch 5 Mal. Kasijin haben wir 4 Mal. Dann haben wir hier Ultras aus dem Set, nämlich die Hohepriesterin der Prophezeiung. 2 Mal, auch cool. Unteroffizier Elektro, das ist so eine Karte, die verstehe ich zwar super rare, aber die gibt es auch als Ultra, als Ultimate. Aber da frage ich mich, warum gibt es die als Ultimate Rare? Das ist irgendwie unbegreiflich. Ich finde die Karte ist halt irgendwie ein bisschen einfallslos, aber okay. Dann Übelschar Ketos. Haben wir hier 4 Mal. Magidolsche Mayhorn, finde ich richtig cool. Ihr wisst ja, ich habe mir früher immer relativ schwer getan, so süße Karten in Anführungszeichen zu akzeptieren. Aber ich muss sagen, das Mayhorn und im Allgemeinen die Magidolschen finde ich eigentlich mittlerweile richtig cool. Auch die Künstlerkumpel, wie bereits gesagt, nur mit den Kuscheltieren, mit den normalen Kuscheltiermonstern, mit diesen Standardmonstern tue ich mir halt schwer. Okay, dann war 2 Stück. Das Mayhorn, das lege ich mir mal raus, weil das gefällt mir wirklich sehr gut. Lege ich mir auch gleich 2 Mal raus. So. Dann haben wir welch verrückte Alchemie. Alles WGRT, krass, dunkler Kern. Ehrung der Verdammten. Gibt es auch aus dem Originalset. In Super, dann legendärer Unterweltler. Auch sehr schön in Super Rare. Und dann haben wir hier einmal ewig infernaler Zerstörer. Der war ja im Originalset in Secret Rare drin. Und mit dem geht es ja auch gleich weiter, wie ich sehe. Offensichtlich 2 Mal drin. Oh, sehr schön. Wir haben hier einen Dracheneinheit Ritter Vajrayana. Oder Vajrayana oder Vajrayana, wie der oben ausgesprochen wird. Sehr cool. Den möchte ich mir mal rauslegen, weil der ist nämlich wirklich geil. Dann haben wir Unterterror Behemoth Stygokrake. Paläozolischer Opabinier. Aus Invasion Vengeance. Das ist wieder Booster Holos, ganz normale. Sternenritter Entstehung. Rangsteigerungszauber statt für die Phantomritter. Oh, cool! Schau ich das mal an. Künstlerkumpel Dolph Dorchmann. Und dahinter gleich Windhexe Glasglocke. Also das sind coole Karten. Beide aus Raging Tempest. Richtig feierlich. Lege ich natürlich raus. Wie gesagt, Ultra Rare ist sowieso immer auch Windhexe Glasglocke. Sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, die war früher mal richtig was wert. Ich weiß nicht, wie es damit heute aussieht. Dann haben wir Spirinal Resort 2 Mal. Oh, dann haben wir die nächste Booster-Holo. Christron Quandax. Aus Invasion Vengeance. Ja, die Christrons. Auch cool. Zap. Dann haben wir Spirinal Generalplan. 2 Stück. Full Metal Foes Fusion.
Und nochmal ein Christron, nämlich Christron C-Tree, wenn man ihn so ausspricht. Auch cool. Pavian-Brotbaum war dann eine Kamen im Nachfolgeset. Ich weiß nicht, wo kamen die Kamen raus? War es Maximum Crisis? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hier Raging Tempest Super Rare Special Edition mit maskierter Held. Dann haben wir Sudie Katahan. Sudie finde ich auch mega cool. Und dann haben wir Ultra Rare Spionen Misty. Geil! Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein paar der Ultra Rares doch den ein oder anderen Euro gehen. Da muss ich da mal nachgucken, ne? Weil die will ich natürlich nicht zum Bulk dazu zählen, wenn ich den Preis berechne. Christron Solfinir, falls er so ausgesprochen wird, es tut mir echt leid, aber den Namen bin ich mir richtig unsicher. Den finde ich tatsächlich richtig geil vom Aussehen her, ja. Also der hat wirklich was. Der ist richtig geil. Dann haben wir Delta Magnetkrieger, Tierra, Quell der Zerstörung. Dreimal dann Zudiac Schweifpeitsche, die ich auch unendlich oft in Ultimate Rare habe. Die will keiner haben. Viermal aus Raging Tempest. Spiral Ausrüstung, Mehrzweckdraht. Unterterror Höhlenkampf. Drachenrufer Magier. Oh, Unterterror Behemoth Dragosarium. Also die Unterterror-Karten sind halt richtig geil vom Aussehen her, gell? Das muss man einfach sagen. Mega fett. Ja. Und speziell den habe ich früher nie bekommen aus Raging Tempest. Den wollte mir niemand geben. Jetzt habe ich mittlerweile natürlich eine ausreichende Stückzahl, aber ich wollte ihn mir damals halt einfach rantauschen, weil ich zu geizig war, mir den dran zu holen für Kohle, weil er einfach so billig war. Ich habe mir gedacht, wegen dem jetzt extra bei meinem Händler anrufen, also wollte ich mir günstig rantauschen und ja. Ich musste letztendlich doch zu meinem Händler gehen. Schwer gepanzerter Zug, Eisenwolf, dreimal, dann, oh, chaotischer antiker Antriebsriese, auch cool, oh, sogar zweimal, richtig cool. Ah, das sieht doch Bombe aus, oder? Nice. Dann haben wir Nummer 22 Zombie-Stein, habe ich auch in Ultra Rare aus dem amerikanischen Manga, glaube ich. Christron Quan, zweimal. Dystopia, der Mutlose. Playset. Topf der Gewinnsucht, auch cool, neuer Topf von damals. Synchro des Königs. Aufgekuribo. Christron Ryan. Yoko-Tuner war auch eine Kamen dann, sieht aber cool in Super Rare aus. Drehkraft, Abstrimmgetriebe. Viermal. Dann Cyber Engel Vrash. Sieht richtig cool aus. Also Vrash ist halt richtig geil. Ja. Cyber Engel generell sehen cool aus. Oh, und dann haben wir nochmal eine Ultra Rare. Nämlich Christron Phoenix. Die ist auch nice, Leute. Geil. Legen wir uns natürlich auch raus. So, dann haben wir noch Vola Chemiewesen Methydraco. Also Super Rare, und ja, die Chemiewesen, die fand ich jetzt ehrlich gesagt nie wirklich so prickelnd, einfach weil die so übermäßig durchsichtig und bunt sind und ja, ich weiß auch nicht. Gut, zum nächsten Stapel. So, vorletzter Stapel. Wir haben Finstere Bestechung, gibt's auch in Super Rare aus GX04, so als Promo, hier offensichtlich auch. Dann Beschränkungswelle auslösen, auch ein paar Mal. Verfluchte Feige, sehr cool, war ursprünglich eine Kamen aus Crossroad of Chaos. Finde ich cool, dass die hier in Super Rare rausgekommen ist. Also ein paar coole Super Rare Prints haben die ja schon drin. Fotoklop, auch nice, war glaube ich auch ursprünglich eine Kamen. Yomo-Schiff oder Yomi-Schiff, eine ganz, ganz alte Karte eigentlich. Sieht aber in Super Rare echt Bombe aus. Also wenn es beim Sammeln rein um die Optik geht, sind diese Super Rare Prints aus dem Set tatsächlich echt zu empfehlen. Genauso wie Wand der Illusion, ja, auch geil. Auch in Super Rare, auch uralt die Karte. Dann haben wir Schwarzflügel Elfin der Rabe, auch einer der coolsten überhaupt. Jahrelang habe ich den in Ultimate gesucht und nie bekommen. dann haftender Sprengstoff in Super Rare, das ist jetzt eher weniger interesting. Hier Mammut mit den großen Stoßzähnen, gibt es auch in Ultimate Rare aus Elemental Energy, glaube ich. Oder war es Flaming Eternity, eins von beiden? Die beiden Sätze verwechsel ich manchmal. Ich glaube, es war Flaming Eternity noch. Legendärer Jiu-Jitsu-Meister in Super Rare, ja, den kennen wir noch. Den gibt es ja auch aus einem Champion-Pack, glaube ich, oder aus einem Turbo-Pack in Super Rare. Wusste gar nicht, dass der hier einen Billig-Print hatte. Auch gut. Zurück zum Anfang. In Super Rare. Schmerzen teilen, auch cool. Cybertuner. Viermal. Dann sichere Zone. Fünfmal. Verlagerung. Auch dreimal, ist auch eine ganz alte Karte. Megawandler auch. Ja, ist natürlich auch ziemlich oldschool hier. Megawandler als Holo. Sehr schön. Dann haben wir Klebefallgrube. Fünfmal. Und ja, MacLord Armee auch nochmal fünfmal, aber da geht es gleich mit MacLord Armee Granell weiter. Und zwar hier. Dann haben wir nochmal einen, okay, dann haben wir Cyber Prima. Den gibt es auch aus dem Hauptset in Super Rare. Hat hier also einen gleichwertigen Reprint bekommen. General Ryo der Eisbarriere. Ja, Eisbarriere Monster, wir wissen es, wir kennen es alle, ne? Sagen auf das Sokius. Oh Gott, fünfmal, genau. Dann Raigeki Flasche. Auch ein paar Mal. Mecha-Phantomengeheuer Tarnkappenrochen.
Sogar eins der wenigen Phantomgeheuer, die mir wirklich gut gefallen vom Aussehen her. Dann haben wir Chao Len, der Prophet. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber erinnert euch das... Also wer von euch Mortal Kombat kennt, den wird das Gesicht vielleicht an irgendwen erinnern. Vor allen Dingen das mit diesem Maskenteil hier. Ja. genau. Dann Dododo Krieger. Dreimal. Nee, viermal. Die mystische Box, auch cool. Ist auch ein schöner Print. Roter Ogre, den gab es glaube ich auch aus... What... War es auch Crossroad of Chaos? Ich bin mir gar nicht sicher, den gab es da doch. In Crossroad of Chaos gab es den auch als Super Rare. Und hier dementsprechend auch, ist auch eine sehr schöne Karte. Dann haben wir Erzunder Weltler von Gilfa. Die ist natürlich wieder schön oldschool hier. Richtig geil. Layla, lichtverpflichtete Zauberin. Golem Wachposten. Oh, Leute, schaut euch das mal an. Viermal Nummer 11, großes Auge. Die geht zwar heutzutage nur noch so 1 Euro in etwa, das Stück. Aber zum einen haben wir hier jetzt gerade 4 Euro in der Hand und zum anderen war das mal eine Weile tatsächlich die seltenste und teuerste Karte des ganzen Sets. Und die legen wir uns dementsprechend natürlich raus. So, dann kommen wir zum letzten Stapel. So, Cummins, ernsthaft? Oha, das ist eine... Okay, Emporkömmling ist natürlich cool. Logisch. Hö. Ernsthaft jetzt? Cummins sind das Highlight? Na dann, wollen wir mal schauen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier nicht enttäuscht werden, weil ich erwarte mir schon was von den Karten hier. Effektverschleierin. Okay, hier ist cool. Nachbarsgras ist grüner aus Raging Tempest. Eine coole Secret. Die legen wir uns raus. Kraftvoller Virus, ebenfalls aus Raging Tempest, war auch mal ein bisschen was wert. Ich lege jetzt hier tatsächlich nicht jede raus, weil... Windhexe Schneeglocke, geil! Nice, Leute. Dann haben wir Windhexe Eisglocke. Wir haben die ganzen Windhexen hier, oder? Also geil, das legen wir mal weg, aber die beiden legen wir auf jeden Fall auch noch raus. 1 und 2. Dann haben wir Armenteil das Chaos von Thomas Dusa, okay. Dante Pilger des brennenden Abgrunds aus Cross, auch gut. Infernoid Deviati aus Cross, auch nice. Oh, Ultimate Rare Schwarzflügel Kogarashi, der Wanderer. Den finde ich halt aufgrund der Farbgebung auch so cool. Zum einen das Design und zum anderen eben auch der Hintergrund, mega nice. Nehmen wir uns auch mal raus. Dann Schweigsamer Paladin aus Duelist Pack Revival of the Pharaoh. Unterterror Behemoth Bogenschützin. War die nicht auch ein 20 wert oder so? Die war, glaube ich, eine Menge wert sogar. Lege ich jetzt mal hier hin. Dann haben wir Blauäugiger Chaos Max Drache. Gleich viermal. Dunkles Magiermädchen zweimal. Neoblauäugiger Alternative Weißer Drache. Oh, geil! Blauäugiger Alternative Weißer Drache. Der Blauäugige Alternative Weiße Drache zweimal. In Ultra Rare habe ich mein Kontingent schon voll. Das heißt, die beiden werde ich wohl verkaufen. Aber richtig geil. Wenn der immer noch 12 Euro geht, dann feiere ich's. Ich weiß es aber gerade nicht. Blauäugiger Weißer Drache, okay. Dunkler Magier dreimal. Oh, finstere Zuflucht. Die geht halt leider auch nichts mehr. Aber die war damals relativ teuer, auch aus dem Duelist Pack. Die wollte jeder ziehen. Dann haben wir Magnetische Umkehr. Dreimal. Und Schweigsamer Magier, auch aus dem Duelist Pack. Okay. Bisher ganz cool, aber nichts Überragendes. Oh, dann sehe ich hier Feierlicher Schlag. Oh, dreimal gleich aus dem Megapack 2016. Ich weiß nicht, wie viel aus dem Megapack wert war oder immer noch ist oder wie viel der im Allgemeinen noch wert ist, aber das ist geil, das legen wir uns mal raus. Das sind zwar keine Originalbooster Holos, aber die sind trotzdem cool. Dann haben wir den geflügelten Drachen von Ra, Obelisk, Slifer aus LDK 2, die spielbaren Varianten. Oh, dann aus der Tinbox Slifer. Nochmal Slifer, Obelisk, nochmal Obelisk. Oh, Slifer aus dem Moviepack, auch cool. Sehr schön, der sieht auch ein Goldjack. Oh, dreimal sogar. Oh, viermal sogar. Okay, mega nice. Aus dem Moviepack sieht halt auch mega fett aus. Dann haben wir... Okay, was ist denn jetzt hier drin? Okay, ich denke mal, das werden wohl vermutlich, wenn hier Slifer drin ist, die anderen beiden Götter... Ja, genau, das sind die drei Götter hier drin in der einen Hülle aus den Yugi Legendary Decks. Dann haben wir die Welt der Prophezeiung. Oh Gott, J-O-T-L, was war denn das nochmal? Boah, das war, glaube ich, Xyz-Zeit, ne? Ich lege es auf jeden Fall mal raus. Dann sehr schön, Anstreicher der Schmerzen. Das ist einer dieser vergessenen Secret Rares, von denen ich ab und zu mal spreche. Richtig cool. Wobei der noch verhältnismäßig bekannt ist. Aber mega fett. Den legen wir uns auch mal raus. Dann haben wir Elementarheld Nova Master.
Kommen wir zum letzten Teil des Stapels. Wandelstern, Ritter, Sternzeichen, Kundler, Diamant in Ultra Rare. Richtig cool, aus Secrets of Eternity. Richtig nice. So, den legen wir uns auch mal hier hin. Oh, Unterterror Behemoth Stalagmo. Auch geil. Also diese ganzen Unterterror Behemoth Dinger, die liebe ich ja ohne Ende. Richtig nice. Dann sehe ich gerade, wir haben eine der Handtraps. Eine der Handtraps bekommen. Zwar die wertloseste, aber trotzdem cool aus dem Original-Set. Geisterschnitter mit der Kirschblüten. Auch da habe ich schon mein ganzes Kontingent voll. Auch geil. Dann haben wir Wandelstern Ritter Deltaros. Den gab es auch als Ghost Rain im Set aus Duelist Alliance. Sehr schön, aber ein Secret gefällt er mir auch extrem gut. Dann Blockdrache. Auch eine Booster-Holo. Sehr schön. Dann Dunkler Magier des Chaos aus dem Jubiläum. Oh, geil! Unterterror Behemoth Umastrix, Alter, der ist auch geil, der ist richtig fett. Alter Schwede. Diese ganzen Unterterror Behemoth Karten, die sind einfach sowas von sick. Dann haben wir den Sternstaub. Moment mal. Kristallflügel Synchrodrache Secret Rare aus dem Originalset als Erstauflage. Alter, ist das fett. Alter. Ich weiß nicht, wie viel er gerade geht, er hat ja einige Reprints, aber ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich noch eine relativ teure Karte ist. Alter Schwede, ist das geil. Das ist halt ein richtiger Klassiker einfach mittlerweile schon. Boah, dann haben wir den Korallendrachen, der auch nicht von schlechten Eltern war. Oh, die Karte finde ich interessant und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Die kam damals in Raging Tempest raus, dunkler Vertrag mit den Entitäten. Und wenn man hier mal auf das Bild schaut, ich versuche es mal näher ranzuholen, vielleicht nimmt das. Seht ihr das Monster, das ist bei uns rausgekommen als Xyz-Karte in, ich glaube, Hidden Summoners? Kann das sein? Oder Shadows of Valhalla, ich bin mir gerade nicht sicher. Und zwar ist diese Karte ja schon lange davor rausgekommen. Das finde ich halt cool, dass das Monster hier schon abgebildet war, obwohl es bei uns noch gar nicht released wurde. Dann haben wir Zodiac Breitbulle, auch geil aus. Wow, Alter, krötelig umwerfend aus Invasion Vengeance. Also jetzt kracht's hier aber. Jetzt kracht's hier aber echt, Leute. Ich lege das jetzt mal hier zur Seite, die beiden. Alter Schwede, ey. Dann haben wir Fünf-Stern-Ritter Batlameos, auch geil. Habe ich auch ein Ultimate Rare aus Japan, bei uns gab es den noch nicht in Ultimate. Dann haben wir Wahrer König, Leitogas Sym, das Desaster, Kuscheltier Octopus aus Fusion Enforcers, Raubphonie, Raubpflanze, Taubblatthydra, buntäugiger Rebellionsdrache aus dem Megapack, buntäugiger Wirbeldrache aus dem Megapack, Geisterohr und Schneehase aus der Collection Tin, Metal Foe Mithrilium. Ja, Metal Foe Karten finde ich jetzt. Wow! Leute, schaut euch das mal an. Ist das nicht geil? Zinnoberfarbener Drachenmech. Das ist so eine Karte, die wirkt wie so eine Karte aus einem dieser Only Holo Sets. Die wirkt wie so, keine Ahnung, aus hier Shadows of Valhalla oder sowas halt. Aber richtig cool. Kommt tatsächlich aus Invasion Vengeance. Und Deng Long, erster der Yang Xing. Ja, das war auch eine sehr, sehr bekannte und beliebte Karte, der Yang Xing. Mega nice. Dann haben wir noch Dekodiersprecher. Und zu guter Letzt die, ich vermute mal, ja, die komplette Exodian Ultra Rare aus den Yugi Legendary Decks, was auch immer die aktuell wert sein soll. Ja, das soll es gewesen sein. Also ich bin doch relativ zufrieden. Mal schauen, ob ich einen guten Preis dafür bekomme. Wir sehen uns zu einem weiteren Mega Opening. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.